Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem absoluten Online-Liga-Classic, zu einem Video vom ersten YouTuber, der Videos zu Online-Liga gemacht hat. Ja, ich war tatsächlich wirklich der Erste. Ich habe mir jetzt neulich mal mein erstes Video angeschaut. Was war da denn los? Naja, gut, da habe ich noch nicht allzu viel vom Spiel verstanden. Das war noch bei zur Beta-Version. Aber einiges an der Kritik hat sich im Nachhinein irgendwie als wahr erwiesen. Ich weiß auch nicht, ja. Scheiße, jetzt guckt sich das vielleicht der ein oder andere an. Hoffentlich nicht. Heute schauen wir uns mal an, wo mein Team so steht, wie sich das so entwickelt. Ich habe ja wirklich auf ein junges, hochtalentiertes Team gesetzt. Entsprechend ist das Team aktuell das Herzstück dieser Mannschaft. Sind ja über 100 Millionen Euro reingeflossen. Meine Infrastruktur deutlich weniger wert, also das Team, da ist quasi alles drinne und deswegen wollen wir uns diese Entwicklung mal anschauen. Es gibt große Probleme in einem Bereich, das ist der finanzielle Bereich. Werde ich gleich sagen, warum es da zu so großen Problemen kommt. Ja, wodurch diese Probleme entstanden sind. Einfach eine falsche Einschätzung bei einem bestimmten Punkt. Und ich werde erklären, warum ich unbedingt diese Saison schon aufsteigen muss. Planmäßig hatte ich ja zwei Saisons in Liga 5, womit ihr jetzt auch schon wisst, ja, ich habe es geschafft. Ich bin aus Liga 6 in Liga 5 aufgestiegen. Das war keine große Sache. 32 Siege, zwei Unentschieden, hat ziemlich reibungslos funktioniert. Die ersten beiden Spiele in Liga 5 waren auch sehr reibungslos. Heute tatsächlich aber dann nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage. Und das kann ich mir nicht allzu oft diese Saison erlauben. Wir haben zwei gute Konkurrenten, die also wirklich auch nochmal ein Stück weit von dem Rest des Feldes entfernt sind. Und dadurch werden die natürlich auch sehr viele Spiele gewinnen. Und ich kann mir wirklich nicht so viele Niederlagen erlauben. Und wie gesagt, durch die für mich etwas überraschende finanzielle Entwicklung, was die Kostenseite betrifft, habe ich jetzt weniger Zeit. Also das Geld reicht für die aktuelle Saison. Aber nicht darüber hinaus. Ich dachte, wir haben noch so einen kleinen Puffer dann, weil die Gehälter jetzt schön runtergehen. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Ich konnte zwar einige Spieler runterhandeln, aber beispielsweise Fischer wollte sogar mehr Gehalt haben. Ich habe ihn nicht gedrückt bekommen. Ich habe schon Gründe gesucht. Vielleicht lag es daran, dass er in der vorletzten Saison kein einziges Spiel gemacht hat, irgendwie unzufrieden ist. Daran, dass er einfach diese Eigenschaft hat, dass er nicht so vereinstreu ist. Keine Ahnung, woran es genau liegt. Jedenfalls, das tut natürlich weh. Das mit den Gehältern runterhandeln klappt deutlich schlechter als erwartet. Entsprechend ist diese Kostenposition höher als erwartet. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Problem. Und deswegen sollte das dann mit dem Aufstieg unbedingt schon diese Saison klappen. Ich hatte halt wirklich gedacht, es bleiben noch ein paar Millionen übrig. Dann verkaufen wir noch einen Spieler, der jetzt nicht so wichtig ist, vielleicht einen Armin Weber. Und dann kann man noch eine weitere Saison in Liga 5 spielen ohne Probleme. Das ist jedoch halt, wie gesagt, nicht der Fall. Kommen wir hier mal zur Aufstellung. Heute kann ich endlich auch den Rohe wieder reinstellen. Das ist aktuell hier meine erste Mannschaft. Gucken wir uns die Entwicklung mal an. Rohe über 50 Scorer in der vergangenen Saison, obwohl die Hinrunde wirklich nicht gut war. Dann, als er den Stürmer endlich dabei hatte, lief es richtig gut. Und hiermit haben wir also einen richtig schönen Stürmer. Tempo 70. Jetzt hier im 4-4-2-Flügelsystem. Das System werde ich wahrscheinlich langfristig dann auch spielen. Sehr erfolgreich in Liga 6. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie er hier in Liga 5 spielt. Kopfball hat er auch dabei. Das finde ich immer schön bei einem Stürmer. Und er ist auch wirklich von den Werten her und wie gesagt dann auch von der Leistung her in der vergangenen Saison der bessere Stürmer gewesen. Ida ist ja ein solider Spieler. Die Werte sind solide. Der Kopfballwert gefällt mir. Der Tempowert jetzt mittlerweile hier beim Durchschnitt wird natürlich irgendwie unter dem Durchschnitt liegen. Ist vollkommen in Ordnung. Hat auch gut gespielt in der vergangenen Saison. Entwickelt sich entsprechend natürlich auch ganz gut. Das sind ja hier alles die Starttalente, glaube ich, noch. Also da kann man nicht meckern. Die Entwicklung bei allen Spielern natürlich ziemlich gut, weil das einfach Spieler mit hohen Talentwerten sind, die auch vor allen Dingen in der Rückrunde natürlich in der vergangenen Saison gute Noten hatten. Dann geht das ja nochmal einen Ticken schneller mit der Entwicklung. Tormann hatte weniger Scorer als Spiele. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
hat aber halt geile Werte. Auch hier hat der Umbau funktioniert. Ihr seht es schon, der Umbau hat überall funktioniert. Alle Spieler haben die Position erlernt, die sie erlernen sollten. Ich habe dann überlegt, ob wir denen auch teilweise noch eine dritte Position dann beibringen, habe es aber nicht gemacht, weil dann mein Trainingsplan nicht mehr funktioniert hat. Dann haben die einfach zu schnell Frische verloren auf der fremden Position. Ich wollte endlich auch vernünftig trainieren und deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Es kostet halt einfach Skillpunkte, weil man dann weniger intensiv trainieren kann und das war es mir einfach nicht wert. Und deswegen halt jetzt hier zwei Positionen, der wird als OM spielen bei mir. Und da der Rohr sich sehr gut schlägt, wird er wahrscheinlich noch nicht mal mehr irgendwie als Stürmer gebraucht werden. Außer wir haben irgendwie mal Personalmangel im Sturm und Überfluss im offensiven Mittelfeld. Aber grundsätzlich wird er einfach jetzt als OM hier weiter zocken. Genau, Wortmann entwickelt sich natürlich auch hier toll. Schöner Spieler, aber natürlich hier einer der Schwächsten in dieser Mannschaft. Hat aber sehr gut gespielt in der vergangenen Saison. Ihm habe ich jetzt gar keine Position beigebracht. Ich habe es auch gar nicht versucht. Ich habe, glaube ich, den zwei Spieler als Stürmer spielen lassen oder so. Ich habe es nicht wirklich versucht, weil der wird halt OM spielen. Der wird hier der Zehner sein. Ist halt arschlangsam. Kann eh nicht Stürmer spielen in dieser Formation. Kann nicht ROM, LOM spielen. Also der kann eigentlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Und da er sich als Zehner ganz gut geschlagen hat, wird er halt Zehner bleiben. Hochtalentierter Spieler. Und da wir finanziell natürlich jetzt am Anschlag sind, können wir da auch nicht reagieren. Zwei, drei Saisons Liga 4, dann kann man hier vielleicht nochmal einen stärkeren Zehner holen. Wobei, wir werden gleich zwei Positionen sehen, wo ich vorher noch einen Spieler kaufen muss, dann in Liga 4, um den Aufstieg dann vielleicht in Liga 3 zu schaffen. Genau, hier natürlich einer der besten Spieler, mein ROM. Auch bei ihm hat das sehr schnell funktioniert, noch in der Hinrunde mit dem Umlernen. Hat super Werte, spielt ziemlich gut. Habe auch einen Ticken mehr von ihm erwartet in der ersten Saison, aber das war vollkommen in Ordnung. Hat er vielleicht, ich glaube, er hat auch weniger Scorer als Spieler, das wollen wir einmal kurz nachgucken. Genau, also auch er hat weniger Scorer als Spiele. In dem Fall ein 33 Scorer in 34 Spielen. Da war der Ruhe dann halt mit über 50 Scorern deutlich besser. Klar, ist auch eine andere Position. Aber ein bisschen mehr hatte ich mir hier erhofft, weil es auch einfach wirklich von dem Gesamtpaket her vielleicht der heftigste Spieler ist. Fischer, der aktuell teuerste Spieler, den ich hoffentlich diese Saison dann vom Gehalt runterhandeln kann, hat natürlich auch den DM gelernt. Er war, glaube ich, sogar dann der Erste, der die Position hatte. Fischer müsste der Erste gewesen sein. Also spielt sehr, sehr gut. Als DM. Warum habe ich ihn nicht verkauft? Man hätte den ja versuchen können zu verkaufen. Vielleicht nimmt er da ein niedrigeres Gehalt an. Man hätte hier einen Gewinn mitnehmen können oder zumindest versuchen, einen Gewinn mitzunehmen. Ja, ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit, mich jetzt noch darum zu kümmern. Dann hätte ich mir wieder einen neuen DM kaufen müssen und so weiter und so fort. Hatte ich jetzt keine Zeit oder Lust zu. Wäre natürlich das Bessere gewesen, den zumindest mal auf den Markt zu stellen für einen realistischen Preis. Hab's aber nicht gemacht. Ja, was fehlt mir noch? Das ist ein Linksverteidiger tatsächlich. Da spielen wir jetzt hier Born. Irgendein alter Spieler, der jetzt nicht so teuer war, der jetzt auch nicht so prickelnd ist, aber ganz gute Werte hat hier für die Position. Wird er jetzt spielen und wir werden vielleicht versuchen, dem Weber diese Position beizubringen. Hat er schon ein paar Spiele gemacht, dass wir da vielleicht einen Spieler haben, aber wenn man sich den Zweikampfwert anschaut, ist das auch nicht so prickelnd. Also da müssen wir wahrscheinlich dann als erstes einkaufen. Als erstes muss ein guter Linksverteidiger dann her. Dazu müssen wir aber erstmal wieder Plus machen. Dazu müssen wir in die vierte Liga kommen, dass wir uns dann hier auch einen vernünftigen Linksverteidiger kaufen können. Die Innenverteidigung ist schon komplett. Per Alanda, ja, Zweikampfmonster, geiler Spieler. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch vom Gesamtwert her hier natürlich aktuell der stärkste Spieler. Peschel, auch sehr schöner Spieler. Kopfball bei 70%, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ich hatte das Team mir natürlich schon so vorgestellt, dass wir da zwei Innenverteidiger am besten haben mit Kopfball über 70%, dass die auch einige Buden machen können. Und ja, das hat man natürlich jetzt in Liga 6 hier gemerkt. Hat auch einige Elfmeter dabei gehabt. Weiß ich jetzt nicht, ob die in dieser Statistik dann hier auftauchen oder nicht. Aber das hat man schon gemerkt, dass er auch hin und wieder mal hier ein Kopfballtor macht. Speziell, wenn man dann wirklich die Strategie spielt und die spiele ich aktuell nicht,
dass man quasi alles nach vorne wirft, Pressing, totaler Angriff, dann sind natürlich die Innenverteidiger immer vorne mit dabei bei Standards und dann kann man davon wirklich profitieren. Defensiv wird man sicherlich auch irgendwie davon profitieren, ist halt ein wichtiger Defensivwert. Wie gesagt, aber das zahlt sich auch offensiv aus. Wenn man sehr offensiv spielt, dann merkt man das auch richtig mit den Kopfballtoren. Bürgin, ja, hier der Rechtsverteidiger hat ganz ordentliche Werte für die rechte Verteidigung, kann man auch als Innenverteidiger spielen. Ja, auch einer der etwas unauffälligeren Spieler hier. Ihn habe ich auch nicht umgebaut, wollte ich auch nicht. Ist halt ein Außenverteidiger, Innenverteidiger. Was sollte ich dem jetzt noch hier dabei klatschen? Großartig. Wird eh nicht als OM eingesetzt bei mir. Kann man machen, um den natürlich einen Mehrwert zu geben, aber alle Positionen waren vorne auch besetzt und ich wollte jetzt nicht hier Wortmann irgendwie als Außenverteidiger spielen. Deswegen habe ich mich dafür oder dagegen entschieden, den auch noch umzubauen. Ich habe mir jetzt hier natürlich noch ein paar Ersatzspieler geholt, dass wir wirklich aufsteigen. Hier der eine Ersatzspieler, zwei Spiele, drei Tore. Das hat auch ganz gut funktioniert gestern vor allen Dingen. Und ihr seht schon, ja, klar, hier OM-Ersatz, Stürmer-Ersatz, den hatten wir auch schon vorher. Ersatz-Innenverteidiger auch schon länger im Verein, hätte ich mir vielleicht noch einkaufen sollen, weil der halt immer eine miserable Form hat. Aber notfalls kann man hier einen der Ersatz-Außenverteidiger nehmen und Bürgin dann in der Innenverteidigung spielen. Also das soweit hier zu der Entwicklung. Insgesamt bin ich zufrieden, aber klar, die hohen Kosten, die nerven mich so ein bisschen. Da ging wirklich gar nichts beim Runterhandeln. Ja, ich würde sagen, das war's dann vom heutigen Video. Wir sehen uns eines Tages möglicherweise wieder. Macht's gut, meine Freunde.